Wir bleiben mal bei unserem Bestellungsauftragsszenario. Das heißt, Sie schicken aus Ihrem SAP-System eine Bestellung an einen Ihrer, jetzt in dem Sinne, Lieferanten. Das heißt, Sie wollen woanders ein paar, ja, Werkzeuge, Betriebsmaterialien, was auch immer, bestellen. Das heißt, Sie senden ein IDOC aus Ihrem SAP-System raus. Dafür gibt es ein Standard-IDOC, das ist das Orders-IDOC. Und das soll eben beim anderen Kunden, der hat kein SAP-System, der hat vielleicht auch kein anderes gängiges ERP-System, einfach landen, und wir haben uns da auf den EDIFACT-Standard geeinigt. Das heißt, beim Kunden kommt sozusagen der Auftrag an, das Pendant zur Bestellung. Wie funktioniert das Ganze technisch? Die SAP stellt dafür die sogenannte Cloud Integration zur Verfügung. Die Cloud Integration ist eine Cloud Middleware, es ist sozusagen der Cloud-Nachfolger der SAP PIPO. Und sie ist dafür zuständig, also die Cloud Integration ist dafür zuständig, dass die Bestellungen, die als IDOC eingehen, gemappt werden, validiert werden, überprüft werden und am Ende, das ist eigentlich die Kernessenz, rausgehen aus der Cloud Integration als EDIFACT-Auftrag und so an den Businesspartner von Ihnen, also an den Geschäftspartner, übermittelt werden. So. Das ist jetzt erstmal, hat jetzt erstmal nicht viel mit Wiederverwendbarkeit zu tun. Es geht nur darum, Ihnen zu zeigen, dass die Cloud Integration als Tool Nummer 1 dafür zuständig ist, die Nachrichten an sich zu konvertieren, zu mappen und zu, ja, transferieren, zu übermitteln von Partner A zu Partner B. So, wenn wir das Ganze jetzt eben zentral machen wollen, also gerade dieser Bereich Mapping hier oben, darum geht es ja hauptsächlich, wenn wir nicht immer von neuem, für jeden Partner von neuem sagen, dieses IDOC-Feld gehört in dieses UN-EDIFACT-Feld und das Land bitte so ummappen und wenn die Menge kleiner 10 ist, also diese Geschäftsregelimplementierung, wenn wir das nicht immer wieder von vorne machen wollen, dann braucht man eben eine zentrale, ja, EDI-Management-Plattform, in der man eben einfach diese Standards definiert, unabhängig von der konkreten Schnittstelle. Und Sie sehen das jetzt an dieser gestrichelten Pfeil oder an diesen gestrichelten Pfeilen, dass wir eben dann aus dieser Plattform, aus diesem Repository heraus dann einfach diese Standards in unsere konkrete Schnittstelle einsetzen können. Das heißt, im zweiten Tool neben der Cloud Integration, nämlich dem Integration Advisor, so nennt er sich, haben wir eben die Möglichkeit, erstmal auf alle gängigen EDI-Bibliotheken und Standards zu greifen und daraus zentrale Mappings zu erstellen, wie eben für uns eine Bestellung vom IDOC zum EDIFACT zu mappen ist. Und wenn wir dann eben 5 Kunden haben, die genau dieses Szenario mit uns abbilden wollen, dann können wir das einmalig im Integration Advisor definieren und dann in alle 5 Schnittstellen in der Cloud Integration deployen. Das ist der technische Hintergrund dazu.